Ja, einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Algo-Check MetaTrader versus NinjaTrader. Mein Name ist Nelson Cardoso-Neto und ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Heute natürlich wieder mit David Varney, wenn es um Algo geht, von AlgoCamp aus Berlin. Freue mich, dass du auch heute wieder dabei bist. Und ja, bevor wir tatsächlich jetzt richtig loslegen, einmal natürlich wie immer den Risikohinweis bitte lesen und zur Kenntnis nehmen. Dieses Webinar dient nur zu Schulungszwecken und darf nicht als Handelsempfehlung oder allgemein als Empfehlung verstanden werden. Sie müssen Ihre eigene Entscheidung treffen, ganz wichtig an der Stelle. Okay, so David, dann übergebe ich gerne den Bildschirm. Und wünsche viel Erfolg, viel Spaß. Ja, vielen Dank. Ich nehme kurz den richtigen Bildschirm. So, da haben wir es auch schon. Perfekt. Ja, vielen Dank für deine liebe Einleitung und auch von mir ein herzliches Willkommen zum heutigen Webinar. Schön, dass doch noch einige hierher gefunden haben, trotz des schönen Wetters, bevor die schöne Zeit vorbei ist. Ja, mein Name ist David Barney und ich habe heute wieder ein hoffentlich spannendes Thema mitgebracht, und zwar der Algo-Check. Ja, wir wollen ja keine Strategie überprüfen, sondern wir wollen heute mal gemeinsam den MetaTrader und den NinjaTrader vergleichen. Das heißt natürlich aus der Perspektive des Algo-Traders. Das heißt, ich möchte jetzt nicht die Punkte behandeln, wie öffne ich einen Chart und wo sehen die Charts besser aus, sondern ich möchte das Ganze aus dem Punkt Algo-Trading betrachten. Mir ist auch ganz wichtig heute, dass ich Ihnen heute nicht meine persönliche Meinung hierzu aufzwänge oder meinen Geschmack aufzwänge, sondern ich zeige Ihnen wirklich, wo sind die Vor- und Nachteile. Und ich denke mal, das Wertvollste heute ist, dass ich Ihnen so ein bisschen aus unserer ja inzwischen schon jahrelanger Praxiserfahrung berichten kann, wo welche Systeme Stärken und Schwächen haben. Wir haben hier eigentlich vier Systeme, die wir heute vergleichen, den MetaTrader 4 und den 5 und den NinjaTrader 7 und 8. Natürlich gibt es auch noch weitere kleinere Trading-Programme, die auch ja, Module haben oder eine eigene Programmiersprache für das Algo-Trading, aber MetaTrader und NinjaTrader sind einfach so die zwei größten Systeme in dem Bereich. Wenn man die zwei Punkte behandelt, dann ja, deckt man auch die größte Nachfrage einfach ab. Wie gesagt, gibt auch noch den C-Trader und noch andere kleinere Systeme, aber das ist schon, da ist das Interesse halt einfach viel kleiner. Deswegen konzentrieren wir uns heute auf die großen zwei Systeme, MetaTrader, NinjaTrader, die zwei Systeme, die Sie auch bei FXBet verwenden können oder auch bei CapTrader, was die einzelnen Systeme genau können, erzähle ich Ihnen nicht nur, sondern ich zeige Ihnen die Sachen auch gleich noch, so dass Sie am Ende des Webinars nach Hause gehen oder wobei sind Sie schon zu Hause, das Webinar verlassen und dann genau wissen, okay, das, was ich vorhabe oder das und das mit dem Algo-Trading oder diese Strategie setze ich lieber mit dem um oder mit dem anderen Programm und egal in welcher Version, das sind die Ziele für heute. Dann beginnen wir einfach direkt. Wir haben einige Punkte, die wir abhandeln möchten. Was haben wir eigentlich, oder was ist eigentlich so das Bekannteste? Ich switche hier mal kurz rüber auf meinen Trading-Server, wo ich mal ein bisschen was vorbereitet habe für heute. Das, was wir alle kennen oder die meisten kennen, das ist der MetaTrader 4. Wenn wir das Ganze optisch ein bisschen betrachten, ist es natürlich nicht die schickste Software in dem Bereich, aber wir dürfen mal nicht vergessen, Fachsoftware ist in der Regel immer, ja, sieht in der Regel immer nicht so schön aus. So ist es leider nun mal. Wenn wir das Ganze mit irgendwelchen tollen Startup-Webseiten vergleichen oder irgendwelche coolen Apps, dann ist der MetaTrader 4 und der 5er hat sich jetzt auch nicht so stark verändert. Sind es natürlich nicht die schönsten Programme, aber wie gesagt, Fachsoftware sieht einfach nicht schön aus, sondern muss gut funktionieren. Und bei dem MetaTrader, bei dem MetaTrader 4, wo ich auch heute anfangen möchte, ist ziemlich in die Jahre gekommen, das ist richtig, aber das zeigt die Praxis bei uns. Es ist wirklich aus unserer Sicht die stabilste Software, was Algo-Trading angeht. Also ich würde ohne Bedenken
sehr viel Geld auf ein MetaTrader 4-Konto packen, Handelssysteme laufen lassen auf dem Trading-Server und ich hätte keine Angst, ein, zwei Wochen in den Urlaub zu verschwinden. Und ich weiß, das System, also der MetaTrader mit den Handelssystemen, das läuft durchgehend. Da muss ich mir im Prinzip keine Sorgen machen. MetaTrader 4 ist einfach wirklich schon so lange am Markt, da haben so viele Trader mitgearbeitet, so viele Sachen wurden programmiert. Hier gibt es natürlich einige kleine Fehler, aber die sind im Betrieb nicht so gravierend. Also was die Stabilität angeht, das haben wir auch mit unseren Kunden so erfahren oder erleben wir regelmäßig, ist der MetaTrader 4 aus unserer Sicht unschlagbar, was die Stabilität angeht. Hier kann man wirklich ohne Großbedenken Systeme laufen lassen. Da kommen natürlich noch ein paar andere Punkte zu der Stabilität. Wenn ich jetzt ein Handelssystem, ich meine die Installation, gehen wir hier einfach mal kurz durch. Die ist ja wirklich relativ einfach. Ich habe hier links meinen Experten, wähle irgendeinen Standard-IR aus, den haben wir standardmäßig schon installiert. Ich stelle hier ein paar Sachen ein, kann hier so Volumen eingeben, gebe einfach ein paar Parameter ein, klicke auf OK und das System ist installiert. Ich erlaube hier oben den Handel und das war's auch schon. Das System läuft. Das ist eine Besonderheit von dem MetaTrader, wie das Ganze aufgebaut ist. Da muss man erstmal reinkommen. Das merken wir auch, wenn man gerade frisch ist in dem Bereich, gerade was MetaTrader angeht, hat man die Struktur von dem Programm noch nicht ganz verstanden. Das heißt, wir haben jetzt hier ein Handelssystem aktiv, also der MACD Sample, das ist aber auch ein Standard-EA vom MetaTrader 4, der ist jetzt hier in diesem Chart aktiv. Das heißt, wenn ich jetzt den Chart hier schließe, ist auch das Handelssystem weg. Oder wenn ich jetzt das Zeitintervall von 15 Minuten auf einen Tag ändere, dann ändere ich auch das Handelssystem. Also von der Struktur müssen wir es so verstehen, das Handelssystem, was ich auf diesen Chart anwende, bekommt dieses Asset, den DE30, und diese Candles, also Tagescandles. Das heißt, switche um auf Minutendaten und plötzlich arbeitet das Handelssystem mit den Minutendaten. Also wenn wir jetzt interne Regelung beispielsweise haben, nutze den 20er Candle SMA, dann heißt es bei M1, gucke die letzten 20 Mal eine Minuten Candle an und bei H1, also Stundenbasis, schaue die letzten 20 H1 Candles an. So ist es von der Struktur her. Da ist das für uns oder als alter Hase MetaTrader ist das ganz verständlich. Wir wissen es, wenn ich jetzt irgendwie das hier ändere, dass das Handelssystem auch drauf reagiert oder wenn ich das hier schließe, dass das System dann nicht mehr aktiv ist. Das ist die Struktur von MetaTrader 4 und auch 5. Auf die Frage 5 behandeln wir auch noch gleich. Also wir gehen die MetaTrader 4, 5 und den MetaTrader 8 durch. Die Struktur muss man einmal verstehen. Das ist ein bisschen ungewöhnlich, wenn man das vielleicht so nicht kennt. Aber das Problem hierbei, oder das einzige Problem, was es hierbei gibt, ist einfach, dass wir aus Versehen, wenn wir vielleicht noch nebenbei handeln, wir haben mehrere Charts offen, ich mache hier einfach ein paar Charts offen, ordne mir die mal an, dann haben wir hier das Handelssystem. Wir empfehlen immer dann einfach den Chart hier farblich so zu ändern, dass wir ihn nicht aus Versehen umändern. Das heißt, das Handelssystem haben wir beispielsweise selbst entwickelt oder gekauft und es handelt einfach nur den US-30 auf Stundenkandel und nichts anderes. Dann passiert es im Alltag durchaus, dass wir am Markt aktiv sind. Wir ändern hier die Assets, gucken uns das durch und dann sehen wir hier im US-30 was und denken uns, na, ich gucke mal kurz in die 5-Minuten-Candles rein und zack, haben wir das Handelssystem verstellt und es agiert plötzlich mit 5-Minuten-Daten, worauf es vielleicht gar nicht profitabel ist. Das muss man immer im Hinterkopf haben. Bei unserem System von AgroCamp haben wir das inzwischen so eingebaut, dass das System dann nicht mehr handelt, weil es einfach nicht handeln darf und nicht handeln sollte in dem Moment. Das heißt, wenn ein System auf H1 beispielsweise ausgelegt ist und der Trader ändert das Zeitintervall, dann geht es aus. Einfach als Schutzmechanismus haben sehr, sehr wenige EAs. Von daher, wenn Sie irgendwelche EAs verwenden oder vielleicht selbst entwickeln, am besten die Funktion mit einbauen und selbst programmieren. Oder immer darauf achten. Und das immer darauf achten ist schwer im Alltag, gerade wenn wir mitten im Geschehen sind. Was wir immer empfehlen, ist einfach ganz einfach den Hintergrund hiervon zu ändern auf irgendeine knallige Farbe, wo wir sofort wissen, ah, okay, hier darf ich gar nichts ändern. Das kann ich minimieren. Oder wenn ich es groß mache,
meine Charts durchgehe und ich dann hier rauf gucke, dass ich sofort weiß, ah, das sieht so hässlich aus, hier will ich gar nichts machen, hier darf ich auch nichts machen, weil hier das Handelssystem aktiv ist. Das ist so die Struktur vom MetaTrader 4. Im MetaTrader 5 haben wir genau die gleiche Struktur. Das heißt, ich habe hier meine Charts und auf die Charts werden die EAs aktiviert. Das ist von der Struktur her gleich. Auch von der Oberfläche her, wenn wir die zwei Tools vergleichen, ist es gleich. Unter der Haube, was wir als Trader oder als Nutzer von Handelssystemen nicht mitbekommen, hat sich einiges verändert in dem Bereich. Erstmal so prinzipiell die Veränderung MetaTrader 4 und 5. Wir haben, auch wenn das optisch wirklich sehr, sehr identisch aussieht, wir haben ja vielleicht ein paar modernere Buttons von den Effekten her. Wenn wir das Ganze mal von der ersten Ebene betrachten, ist der MetaTrader 5 nochmal etwas professioneller geworden, was die Assets angeht. Wir wollen ja am Ende auch die Frage klären, welche Software in welcher Version passt zu meinen Zwecken. Der MetaTrader 4 kann natürlich nur Devisen, Spots, CFDs und ich glaube auch binäre Optionen handeln, aber das interessiert uns ja gar nicht. Das heißt, der MetaTrader 4 handelt oder ist von der Instrumentenauswahl relativ beschränkt. Natürlich haben wir auch fast alles inzwischen CFDs. Wir können Cryptocurrencies, CFDs handeln, Indizes, Aktien, Devisen. Eigentlich gibt es auf alles CFDs. Damit sind wir Trader alle ganz lange ausgekommen. Das ist jetzt kein Problem. Aber da ist die erste große Neuerung im MetaTrader 5 auch schon. Das heißt, im MetaTrader 5 kann es technisch. Und zwar können wir technisch über den MetaTrader 5 auch wirklich an der Börse, beispielsweise Futures oder Aktien handeln. Das heißt, die Instrumentenkategorie ist nochmal weitaus größer geworden und es ist von der Professionalität nochmal auf einer ganz anderen Ebene. Ich weiß viele, was ich auch nicht nachvollziehen kann, sehen so ein bisschen den CFD-Handeln oder den Devisenhandel als das unseriöse Zocken an. Mit der Meinung bin ich jetzt nicht unbedingt. Man muss nicht unbedingt Futures oder Aktien handeln, um erfolgreich zu sein. Das sehe ich persönlich nicht so. Aber es gibt durchaus Trader, die vielleicht auch einfach sagen, meine Strategie funktioniert einfach nicht mit CFDs, sondern ich möchte Futures handeln oder direkt die Aktien handeln oder aus irgendwelchen anderen Gründen. Die Produkte haben natürlich alle ihre Daseinsberechtigung. Das könnten wir technisch mit dem MetaTrader 5 lösen. Das ist eine ganz große Neuerung gegenüber dem MetaTrader 4. Allerdings ist das noch nicht so weit verbreitet. Das heißt, wahrscheinlich werden die Broker erst nach und nach nachziehen. Und um diese Funktion auch zu aktivieren, dass wir auch diese Futures oder diese Produkte handeln können. Und das ermöglicht oder erweitert unsere Möglichkeiten als Trader natürlich enorm. Das heißt, wir müssen nicht unsere gewohnte Trading-Plattform verlassen. Und wenn wir beispielsweise vielleicht jetzt für den Euro-Dollar irgendeinen Exporterpreis programmiert haben, dann können wir den theoretisch auch, wenn es angeboten wird, auf den Euro-Dollar-Future anwenden. Wir können dadurch, wenn das System auch darauf funktioniert, es auch für Aktien handeln, ohne etwas umzuprogrammieren. Ja, so ist es im MetaTrader 4 natürlich auch so. Also wenn ich sauber programmiere und ein System zu den US-30 entwickeln, dann kann ich ihn technisch auch auf den Euro-Dollar, auf den japanischen Yen gegen irgendwas, auf alles anwenden. Das ist das Tolle im MetaTrader 4 und 5. Wir programmieren etwas einmalig und können es, wenn es sauber programmiert wurde, da gibt es so kleine Details, auf die man achten muss, können wir das auf alles anwenden. Also das ist so das Erste, was wir auf jeden Fall mitbekommen von den Unterschieden her. Wir können viel mehr. Ihr habt ja bei euch im Blog ja auch einen schönen Vergleich aufgestellt mit der Trader 4 und 5. Ich habe den Link mal auch in den Chat reinkopiert. Kann man sich dann später auch nochmal anschauen. Ah, perfekt. Genau. Da haben wir die ganzen Funktionen nochmal verglichen, wo die Vor- und Nachteile sind. Das heißt, die erste Sache, die wir wirklich kennenlernen oder sehen, das sind die Assets. Was wir leider nicht sehen, und das ist gravierend oder enorm, jetzt nicht negativ gemeint, das ist die Programmiersprache MQL 4 und 5. Das heißt, MQL 4, wie der Name sagt, ist die Programmiersprache, in denen die Handelssysteme für den MetaTrader 4 entwickelt werden und MQL 5 ist die neuere Sprache für MetaTrader 5. Und da ist die Programmiersprache sehr
inzwischen sehr modern geworden und damit auch komplexer. Die Programmierung früher war relativ einfach, auch, ja, ich möchte nicht sagen stupide, aber sie war einfach einfach, natürlich nicht effizient, wie es heute möglich ist, aber wo wir früher mit MetaTrader, also MQL4, vielleicht eine Zeile gebraucht haben, um eine Order abzuschicken, brauchen wir heute, um das Ganze sauber aufzuziehen, 30, 40 Zeilen. Das heißt, oder ein großer Vorteil von der Programmiersprache MQL generell ist, dass viele Funktionen vorgegeben werden. Wir müssen uns das mal ein bisschen anders vorstellen, wenn wir jetzt direkt ohne irgendein Trading-Tool an die Börse gehen und darüber handeln, dann gibt es dann ein Börsenprotokoll und wir müssen quasi die Sprache lernen und kommunizieren. Das heißt, wir haben unendlich viel Aufwand, um quasi der Börse zu sagen, das möchte ich jetzt handeln, dieses Kontrakt möchte ich handeln. Und MQL übernimmt viel Arbeit von uns ab. MQL 4 hat sehr viel Arbeit abgenommen. Wie gesagt, traden konnten wir innerhalb mit einer Zeile. Mit MQL 5 brauchen wir jetzt 20, 30 Zeilen. Das ist wahrscheinlich im ersten Moment nicht so schön, oder man fragt sich, wo ist die Steigerung, aber es geht einfach in die Zukunft. Und moderne Programmiersprachen sind einfach so aufgebaut, dass sie komplexer sind, gar keine Frage. Die Programmiersprachen werden immer komplexer, aber dafür haben wir auch viel, viel mehr Möglichkeiten. Das heißt, wenn ich einen einfachen Handel, einen einfachen EA entwickeln lassen möchte oder entwickle, wo ich einfach nur einen SMR-Cross handel, was jetzt vom Aufwand nicht allzu viel ist, ist also MetaTrader 4 relativ einfach und schnell gemacht. In MetaTrader 5 braucht es schon wieder ein bisschen mehr Arbeit. Wenn ich aber weiterdenke und eine komplexere Strategie umsetzen möchte, wo wir viele Fallunterscheidungen haben, dann macht beispielsweise MetaTrader 5 schon eher Sinn. Natürlich ist es immer noch aufwendiger, aber was die Wartbarkeit angeht und die Möglichkeiten, die wir haben, ist MetaTrader MQL 5 einfach nochmal weiter. Was ich aber glaube, ist, dass einfach die Trader oder die Programmierer generell noch nicht, ich will nicht sagen, noch nicht bereit sind, aber noch gar nicht das Potenzial kennen und wissen, wie sie es ausschöpfen können. Wenn wir so an MQL 4 denken, da ist schon abgefahren, was man mit der relativ einfachen Programmiersprache so hinbasteln kann, können. Gerade wenn wir beispielsweise an den Stereo Trader denken, der auch in der eigenen Programmiersprache entwickelt wurde. Man kann damit schon sehr, sehr viel zaubern, wenn man sehr kreativ ist, was das angeht. So. Es gibt eigentlich im MetaTrader 5 keine Strategie, die wir entwickeln, die wir im Vierer nicht entwickeln können. Aber das ist auch immer so die Nachfrage, die wir erhalten, wenn wir Anfragen haben für die Programmierung von Handelssystemen. Ganz klar, dem Aufwand geschuldet ist die Entwicklung für den MetaTrader 5 einfach teurer, weil sie aufwendiger ist als für den MetaTrader 4. Das ist so eine Sache, die sehen wir als Trader gar nicht. Aber wenn wir mit dem Programmieren beginnen, gerade wenn wir neu sind und uns dafür interessieren und programmieren möchten, ist es immer schwer zu sagen, was ist sinnvoller, Vierer oder Fünfer. Bei dem MetaTrader 4 kommen wir als Anfänger, der noch nie programmiert haben, viel, viel leichter rein. Auf der anderen Seite würde ich jetzt keinem empfehlen, MQL 4 zu lernen, weil die Fünfer-Version schon da ist. Da können wir auch auf die Frage eingehen mit der Problematik oder die Angst, die viele haben, ob der MetaTrader 4 denn bald eingestellt wird. Da kann der Nelson wahrscheinlich gleich auch nochmal was dazu sagen, aber ich glaube, meine Meinung dazu ist, dass sehr wahrscheinlich nicht der Punkt kommen wird, wo der MetaTrader 4 von morgen auf übermorgen abgeschaltet wird. Richtig. Die Broker haben natürlich auch das Interesse, dass deren Kunden ihre Trades weiterhin ausführen können, ihre Indikatoren nutzen können und nicht überfallen werden. Das heißt, würde von heute auf morgen der MetaTrader 4 wegbrechen, würden bei einigen Brokern auch einige Probleme auftauchen. Was sagst du, Nelson, dazu? Also Fakt ist, dass Meta-Quotes den MetaTrader 4 definitiv nicht weiterentwickelt. Also es werden nur noch sehr gravierende Fehler behoben. Aber dafür ist der MetaTrader 4 noch zu weit verbreitet, dass selbst MetaQuotes nicht da die große Macht hat, einfach zu sagen, ab nächster Woche funktioniert der MetaTrader 4 nicht mehr. Ja, der Fokus liegt jetzt natürlich ganz klar auf MetaTrader 5, aber das wird noch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen, bis tatsächlich alles dann auf MetaTrader 5 umgestiegen ist. Super, vielen Dank.
Ja, das glaube ich nämlich auch. Wir müssen es auch aus der anderen Seite sehen. Im Endeffekt verdient ja MetaQuotes auch mit ihren Kunden. Und wenn die Kunden alle immer noch die MetaTrader 4 verlangen, werden sie sehr wahrscheinlich nicht sagen, wir schließen das jetzt komplett oder beheben nicht mehr die Gravierungsfehler. Im Endeffekt ist ja da auch ein Geschäft, was dran hängt. Und deswegen wird es sicher noch ganz lange dauern, bis der Zeitpunkt kommt, wo der MetaTrader 4 nicht mehr funktioniert. Wir entwickeln auch noch heute, auch noch immer noch Systeme für den Vierer. Natürlich, wenn wir langfristig oder mittelfristig denken, ist der Aufwand nicht zwingend lohnenswert, aber wir haben momentan einfach eine so große Anzahl an Tradern, die immer noch mit dem MetaTrader 4 arbeitet, weil auch einfach ihre ganzen Indikatoren oder Systeme noch auf dem Vierer basieren. Das heißt, wenn wir momentan neue Systeme oder Indikatoren herausgeben, dann entwickeln wir die inzwischen auch schon für mehrere Plattformen. Das heißt, für den MetaTrader 4 und auch für den 5. Zum einen, damit keiner ausgeschlossen wird, was die Nutzung angeht. Und zum anderen wollen wir natürlich auch keinen daran hindern, jetzt auf den MetaTrader 5 umzusteigen. Von daher, so ist es bei uns intern, neue Systeme, die entwickelt werden für den 4er und für den 5er, eventuell auch für den NinjaTrader. Aber nur noch für den MetaTrader 4 oder nur für den MetaTrader 5, das ist entweder zu kurzfristig oder zu langfristig gedacht, je nachdem, in welche Perspektive man hier geht. Was haben wir noch? Eine große Neuerung vom MetaTrader 4 zu 5, das sind die Daten, die wir bekommen. Wir haben im MetaTrader 4, das ist mal so, wie soll ich sagen, ein offenes Geheimnis oder so ein Rätsel, was nie gelöst wurde. Hat der MetaTrader 4 nun Tickdaten, ja oder nein? Wenn wir den MetaTrader 4 und die Historiendatenbank aufmachen, dann haben wir hier natürlich, sehen wir hier zumindest nur Minutencandles, also wir können keine Tickdaten importieren oder exportieren. Natürlich gibt es ein paar Add-ons für den MetaTrader 5, um die Ticks zu importieren, zu exportieren. Das ist alles nicht so einfach. Es ist eher so eine kleine versteckte Funktion, um die Tickdaten zu importieren und zu exportieren. Das ist mit dem MetaTrader 5 eleganter und einfacher gelöst. Hier haben wir jetzt wirklich Tickdaten, die wir erhalten und Tickdaten, die wir auch verarbeiten können. Wir haben hier im Internen, das sehen wir so in der Oberfläche auch nicht, ist die Datenstruktur sowie auch das Traden an sich nochmal ein bisschen professioneller gestaltet. Das heißt, wenn wir Backtests durchführen möchten, bekommen wir nochmal ein genaueres Ergebnis als im MetaTrader 4, weil wir hier einfach nochmal ja, wirklich interne kleine andere Kommunikation haben, was die Daten zum Beispiel angeht. Da kommen wir dann auch, wenn wir zum NinjaTrader übergehen, haben wir nochmal einen direkten Vergleich zum MetaTrader. Da ist es mit den Kursen auch nochmal ein bisschen anders aufgebaut als hier im MetaTrader. Aber wie gesagt, wir wollen heute nur die Punkte beachten, die für uns als Algo-Trader interessant sind. Die ganzen anderen Unterscheidungen wie Order-Arten und andere Funktionalitäten, die können Sie sich gerne bei uns im Blogartikel durchlesen. Da haben wir die Aufstellung nochmal gemacht. Die ist auch schnell ja, überflogen. Ich würde sagen, wir werfen einfach gleich mal den Blick auf den NinjaTrader, um die eigentlichen Verbindungen oder Vor- und Nachteile zu ziehen aus den zwei Systemen. Und da bekommen wir gleich wahrscheinlich auch schon mal den ersten Unterschied zu sehen. Also wir haben jetzt hier MetaTrader 5, MetaTrader 4, so wie wir es kennen, und wir haben jetzt hier den NinjaTrader. So sieht der NinjaTrader aus, wenn wir ihn starten. Und hier haben wir eine ganz andere Struktur. Prinzipiell der NinjaTrader ist, wenn wir ihn herunterladen oder installieren, nicht wie der MetaTrader Broker gebunden. Das heißt, es gibt keinen NinjaTrader FXBet oder keinen NinjaTrader ABC Broker, sondern es gibt den einen NinjaTrader und der hat die Funktionalität. Also wir sind jetzt in der 8er Version. Die 7er Version zeige ich heute nicht, da ich glaube, sie heute kaum noch genutzt wird. Jeder, der die MetaTrader 7 Lizenz hatte, kann auch auf die 8er upgraden. Ich glaube, kaum jemand nutzt dann noch freiwillig die 7er Version. Von daher gehen wir heute nur auf den MetaTrader 8 ein. Das heißt, der MetaTrader 8 hat die sogenannte, ich nenne sie mal, Multi-Verbindung-Funktion. Das heißt, erster großer Unterschied zum MetaTrader. Ich kann im MetaTrader sagen, ich möchte mich an die TWS, die Trader Workstation, beispielsweise von CapTrader verbinden.
Aber die Daten von der TWS, die sind für mich nicht qualitativ genug. Ich möchte zu einem anderen Datenanbieter gehen. Ich möchte beispielsweise meine professionellen Daten von SQG oder irgendeinem anderen Großanbieter beziehen. Das können wir hierüber machen. Wir können das Ganze noch weiter treiben und sagen, ich möchte die Future-Daten von der TWS, von CapTrader beziehen, aber ich möchte die Aktiendaten über meine eigenen Feed ziehen oder ich möchte die US-Aktien von Google Finance ziehen. Da brauche ich keine Realtime-Daten, weil ich eh nur End-of-Day handle. Die bekomme ich da kostenlos. Das können wir mit dem NinjaTrader machen. Das heißt, sind hier ein bisschen unabhängiger vom Broker. Wir haben das wahrscheinlich so MetaTrader öfters, dass wir einige Trader haben, die sagen, ja, ich trade gerne bei dem und dem Broker, aber die Kurse sind ja irgendwie, die Kursstellung ist nicht so, wie ich sie mir wünsche. Die sind öfters mal nicht da, nicht erreichbar oder ähnliches. Die Problematik haben wir mit dem NinjaTrader nicht. Also ich kann mich konzentrieren auf einen Broker, der am besten ausführt. Und ich kann mich auf eine Firma konzentrieren, die sich nur darauf konzentriert, gute Kurse zu liefern. So hat man quasi ja, zwei professionelle Firmen an der Hand, wo man sagt, du bist der Spezialist für die Kurslieferung und du wiederum bist der Spezialist für die Orderausführung. Das kann man so mit dem NinjaTrader gestalten. Weiterer Vorteil ist natürlich die Backup-Lösung. Das heißt, ich kann sagen, ich brauche zwingend immer Daten, wenn irgendwie eine Verbindung weg ist oder ein Datenanbieter ein Problem hat, dann möchte ich sofort umswitchen und einfach eine Backup-Verbindung haben. Das heißt, von diesem Aspekt her ist der NinjaTrader schon etwas professioneller, was diese Gestaltung angeht. Also wir sind ein bisschen freier, was das angeht, zumindest im Kursdatenbereich. Was die Strategien angeht, da sind wir ganz anders aufgestellt als im MetaTrader. Hier haben wir einen eigenen Reiter für Strategien, für Positionen, Account und Log. Das heißt, dieses Tool, also diese Trading-Software, ist ein bisschen mehr getrennt vom Konto, als es vom MetaTrader gewohnt sind. Da gehen wir gleich drauf ein, wenn wir die Position und die Orders ein bisschen genauer beachten. Aber wenn ich hier eine Strategie nutze im NinjaTrader 8, dann haben wir jetzt hier im Strategiereiter einfach eine Zeile, die ist ähnlich aufgebaut wie im MetaTrader. Wir haben natürlich unsere Handelsstrategie. Wir wenden es an auf ein gewisses Asset, haben unser Zeitintervall, vielleicht noch ein paar Parameter und können dann hier einfach eine Strategie aktivieren, deaktivieren, aktivieren Sie. Und dann sehen wir hier gleich noch ein paar weitere Daten. Hier vorne der Name Daily Cash von der Strategie ist grün. Das heißt, die darf jetzt handeln. Das ist so ähnlich wie im MetaTrader 5 oder 4. Hier oben der kleine Smiley. Wo haben wir ihn gehabt? Sieht man hier wahrscheinlich nicht im gelben Chart. Ich mal kurz wieder. So, machen wir das einfach etwas gründlicher. Hier oben rechts, das ist so das Symbol, dass die Strategie technisch funktioniert, dass sie Handelsberechtigung hat. Und im MetaTrader ist es hier vorne, im NinjaTrader ist es hier vorne die Anzeige. Wir sehen hier hinten auch, über welche Connection das Ganze läuft. Das heißt, hier habe ich einen Datenfeed, einen Live-Datenfeed von CQG. Darüber ziehe ich meine Daten und die Orders hier im Testmodus gehen auf dem internen ein internes Demo-Konto, worüber ich handle. Da sieht man schon mal, das Ganze ist getrennt. Und das kann ich x-beliebig hin und her switchen. Ich kann sagen, ich möchte jetzt umwechseln und das Ganze auf meinem Konto bei CapTrader über die TWS umsetzen lassen oder mein NinjaTrader-Konto bei FXBet. Das kann ich hier relativ entspannt umwechseln. Wir können hier die Strategie auch noch bearbeiten. Natürlich nur, wenn die Strategie aus ist. Das ist auch mal eine kleine oder eine Gewohnheit im Vergleich zum MetaTrader. Und hier sehen wir schon ein bisschen, es ist ein bisschen komplexer als im MetaTrader 4, was die Einstellung angeht. Wir haben hier oben unsere strategieabhängigen Einstellungen, dann wiederum können wir das Asset auswählen, ein bisschen anders von der Struktur als zum Beispiel im MetaTrader 4 oder 5. Hier haben wir natürlich Futures, was dafür sorgt, dass wir noch verschiedene Verfälle haben, die wir berücksichtigen müssen. Das heißt, die Kontrakte, die wir handeln, die laufen auch mal ab. Da müssen wir mal darauf achten, dass wir den Future rollen. Ich möchte jetzt hier den Euro-Dollar handeln. Zeitintervall ist das ein bisschen ähnlich aufgebaut. Wir haben hier noch ein paar weitere Varianten im Vergleich zum MetaTrader. Wir können hier
uns Tick-Ganons generieren, wir können Range-Bars generieren. Das heißt, beispielsweise möchte ich keine zeitabhängigen Candles haben, sondern ich möchte, dass alle 4 Pips, das heißt, wenn sich der Markt um 4 Pips bewegt, soll eine neue Candle gezeichnet werden. Ist manchmal ganz sinnvoll, wenn man nicht in Seitwärtsphasen handeln möchte, beispielsweise. Das heißt, wenn der Markt jetzt 20 Minuten lang immer nur einen Punkt hoch und runter macht, dann wäre hier keine neue Candle, die generiert wird, und noch zahlreiche weitere Funktionen, die etwas komplexer sind als ein MetaTrader. Und die muss man sich wirklich reinfuchsen. Ich finde, für einen Anfänger oder für einen Neuling im Bereich Algo-Trading ist der MetaTrader 4 oder 5 weitaus benutzerfreundlicher und anfängerfreundlicher als der NinjaTrader. Dafür aber, wenn wir uns mit den ganzen Funktionen auskennen, können wir im NinjaTrader etwas noch mehr machen, sage ich mal. Ob wir sie brauchen oder nicht, hängt ganz von uns ab oder hängt ganz von der Strategie ab. Da muss sich aber jeder selbst die Frage beantworten, wie sehr benötigt seine Strategie oder seine Systeme die ganzen Funktionen, die wir hier noch haben. Und da geht es halt wirklich bis ins Detail hinein, wo wir Fragen beantworten müssen, wie, was ist, wenn ich die Strategie jetzt starte? Dann können wir natürlich sagen, gehe deine ganzen Algorithmen durch, prüfe quasi, hast du jetzt ein Long-Signal? Wenn ja, dann springe rein. Was ist aber, wenn die Strategie schon vor 10 Minuten long gegangen wäre und wir jetzt erst die Strategie anmachen? Dann können wir hier beispielsweise auch sagen, springe sofort rein oder warte, bis die virtuelle Position geschlossen ist. Das heißt, wir haben ja 10 Minuten zu spät gestartet und er prüft intern, warte so lange, bis diese Position zu ist und erst dann darfst du wieder loshandeln. Was ist, wenn Positionen im Konto sind? Soll er sie aufnehmen? Soll er sie ignorieren? Das ist schon nicht einfach, muss ich sagen, das Ganze zu konfigurieren. Gerade für Neulinge in dem Bereich, da muss man sich schon sehr mit beschäftigen. Und da kommen wir eigentlich zum größten Unterschied oder zum größten Vor- bzw. Nachteil. Wenn wir jetzt den NinjaTrader mit dem MetaTrader vergleichen, ich hatte ja am Anfang gesagt, der MetaTrader 4 ist extrem robust und unauffällig, was so Kleinigkeiten angeht, was Probleme angeht. Da ist er wirklich stabil. MetaTrader würde ich wirklich, hätte ich keine Angst, ein System tagelang unbeobachtet laufen zu lassen, was wir natürlich nicht machen sollten. Wir sollten immer einen Blick drauf haben. Es kann immer was passieren, aber die Erfahrung hat gezeigt, dass hier der MetaTrader etwas stabiler ist als der NinjaTrader, was die Strategien angeht, was die Fehleranfälligkeit angeht. Ich zeige es einmal an einem praktischen Beispiel. Ich habe jetzt hier den MetaTrader, wir haben jetzt hier den MACD-Sample, ein Handelssystem offen, und nehmen wir an, sie hätte jetzt schon eine Position ausgeführt. Ich mache das jetzt hier einfach mal, ich simuliere das einfach mal. Ich habe jetzt das System MACD-Sample, hat eine Position ausgeführt, ist im US-30 Long gegangen. Das weiß das System. Ich kann das System jetzt neu starten, also ich kann den MetaTrader ausmachen, ich kann ihn in der Stunde wieder anmachen, ich kann mich umloggen vom Konto her, ich kann die Verbindung trennen, ich kann den Computer neu starten. Also ich kann im Grunde genommen kann ich das ganze System deinstallieren, neu installieren, wieder starten, und das Handelssystem bekommt es, wenn es gut programmiert ist, und das sind so ein, zwei Details, auf die man achten muss. Das ist eigentlich fast schon gang und gäbe in fast jedem System. Dann erkennt das Handelssystem seine eigenen Positionen. Und zwar ohne Probleme, ohne dass wir dafür nochmal irgendwas einstellen müssen. Wahrscheinlich werden wir auch einfach noch manuell nebenbei auf dem Konto handeln. Das heißt, das System handelt nur den US-30. Ich will jetzt auch noch den US-Dollar-Kanadischen handeln. Packe jetzt hier eine Order ran. Hier eine Sell mit rein. Und ich habe jetzt noch eine Position offen. Bin jetzt ja auch noch schon Short Market drin. Das stört das System null. Hier im MetaTrader haben wir die Möglichkeit, eine Magic Number zu vergeben. Die sehen wir hier nirgendwo. Wahrscheinlich haben Sie das schon mal irgendwo gesehen in Handelssystemen, wenn Sie die Parametereinstellung offen hatten, werden wir immer nach einer Magic Number gefragt. Die ist nicht sichtbar. Die dient lediglich, damit jedes Handelssystem seine eigenen Positionen und eigenen Orders erkennt. Das heißt, ich würde dem MACD-Sample, ich weiß gar nicht, ob der Standard IEA, der schon vor uns sieht, ist auch diesen Parameter, den hat er gar nicht drin.
alle anderen ordentlichen EAs haben diese Funktionalität drin, da würde ich jetzt sagen, MACD-Sample, du hast die Magic Number 1 oder 1, 2, 3, besser gesagt. Dann weiß der MACD-Sample EA, ich betrachte nur die Orders mit der Magic Number 1, 2, 3 und auch nur die Position mit 1, 2, 3. Alles andere ist mir völlig egal. Alles andere sind wahrscheinlich von anderen EAs oder hat der Trader vom Konto selbst eröffnet. Das haben wir so leider nicht im Ninja Trader. Ich hatte ja zwischendurch gesagt, der Ninja Trader ist ein bisschen losgelöster vom Konto wiederum. Hier, den Ninja Trader, den kann ich von meinem TWS-Konto bei CapTrader trennen und verbinde ihn auf das TWS-Konto von meiner Frau und lass es da handeln. Das ist völlig losgelöst. Hier haben wir nicht die Funktion der Magic Number. Hier ist es ein bisschen umständlicher, was Neustarts angeht. Hier stellt sich die Frage, oder gehen wir es einmal mit einem praktischen Beispiel durch. Wir haben jetzt hier den Daily Cash, der ist vielleicht heute früh ist er short gegangen, hat eine Position auf. 10 Minuten später bricht die Verbindung weg. Ich merke das nicht im Ninja Trader, weil ich gerade noch in der TWS unterwegs bin. Ich gehe noch ein paar Positionen ein, trade ein bisschen und irgendwann wundere ich mich, wieso der Ninja Trader keine Verbindung hat. Stell die Verbindung wieder her, start das System wieder und dann weiß das System nicht, welche Position ist jetzt meine. Da sind jetzt plötzlich 5 Kontrakte Euro-Dollar Short. Da ist noch ein DAX-Kontrakt drin und da haben wir noch ein paar Aktien. Ich weiß erstmal nicht, was ist jetzt meine Position und wie soll ich damit umgehen? Darf ich damit umgehen? Soll ich den Rest schließen und so weiter? Das ist ein Problem im Ninja Trader. Das heißt, wir müssen hier immer ein besseres Auge drauf haben als im MetaTrader. Wie gesagt, im MetaTrader würde ich gar keine Angst haben. Im Ninja Trader müssen wir immer ein bisschen das Auge, den Auge, die Augen drauf haben. Ist die Verbindung da? Ist die Verbindung nicht da? Und was auch zu Problemen führen kann, ist, wenn wir viele oder wenn wir verschiedene Handelsstrategien auf einem Konto laufen lassen haben, die das gleiche Asset handeln. Wenn das System durchgehend läuft, ist das gar kein Problem. Das heißt, wenn die Verbindung sich nicht trennt, wenn der Ninja Trader immer an ist und der Computer nicht neu gestartet wird, ist das prinzipiell gar kein Problem von der Bedienung her. Jedes System weiß, was es zu tun hat. Jedes System weiß ganz genau, welche Position oder Order die eigene ist im Bereich. Aber wenn das System neu gestartet wird, abstürzt oder ähnliches, dann geht das Rätselraten los. Was sind meine Positionen, was sind nicht meine Positionen? Wir haben da verschiedene Fälle. Und das ist halt wirklich unangenehm, weil es nicht so einfach ist wie im MetaTrader. Wir können natürlich sagen, liebe Handelssysteme, vergiss die ganzen Positionen. Ich manage die vorhandenen Positionen, kümmere du dich um neue Signale, ich erledige das schon. Das ist eine Möglichkeit. Das geht natürlich, aber es ist nicht so angenehm wie im MetaTrader. Da müssen wir gar nichts machen. Da machen wir es einfach wieder an, stellen die Magic Number ein und das war's in dem Bereich, was es angeht. Aber wie gesagt, das ist auch abhängig von der Strategie. Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise eine Opening Range Strategie habe, die ich automatisieren möchte, die von 9 Uhr bis 10:30 Uhr handelt, dann sind die Probleme mir völlig egal, weil das System wird sehr unwahrscheinlich in dem Zeitraum morgens neu starten. In der Regel ist es eher so, dass es in der Nacht passiert. Beispielsweise haben wir bei der Verbindung zur TWS alle 24 Stunden eine Zwangstrennung oder dass es nach ein paar Tagen kommt, wenn irgendwelche Timeouts gefeuert werden, dann ist es schon eher ein Problem. Aber wenn wir wirklich nur Strategien haben, die nur intraday handeln oder zu einer gewissen Uhrzeit, dann ist das im Ninja Trader wiederum, so wie im MetaTrader, gar kein Problem. Wenn wir sie quasi abends ausschalten können und am nächsten Tag geht es wieder los und der Ninja Trader wird frisch gestartet, das ist dann gar kein Problem in dem Bereich. Das heißt, kurz gesagt, für Anfänger oder für Neulinge in dem Bereich würde ich immer eher den MetaTrader 4 oder 5 empfehlen, denn der Ninja Trader ist einfach komplexer. Er hat durchaus mehr Funktionen, macht ein bisschen mehr Arbeit, aber für Neulinge in dem Bereich ist das noch ein großes Buch mit vielen Siegeln. Die Community spielt natürlich auch eine große Rolle, finde ich. Wenn wir bei MetaTrader irgendwelche Probleme haben oder irgendwelche einfachen Skripte oder irgendwelche Indikatoren, einen Supertrend-Indikator oder so suchen, das finden wir für den MetaTrader
Ich glaube, da finden wir jeden Indikator 20 Mal programmiert in verschiedenen Farben, verschiedenen Varianten. Also die Community ist extrem groß. Durchaus für die kostenlosen Dinge, als auch für die kostenpflichtigen Sachen. Eigentlich alles, was wir brauchen, haben wir in x verschiedenen Ausführungen. Beim NinjaTrader haben wir durchaus auch eine Community, die sich die Dinge entwickelt für den NinjaTrader, aber die ist nicht ganz so groß, auch schon gar nicht im deutschen Bereich wie für den MetaTrader. Die meisten Sachen sind für den NinjaTrader auch kostenpflichtig. Add-ons irgendwelche Skripte sind in der Regel immer ein bisschen kostenpflichtig, kostet nicht die Welt, aber hat wahrscheinlich auch ein bisschen damit zu tun, weil der NinjaTrader eher für Trader gemacht ist, die mehr als nur 500 Euro auf dem Trading-Konto haben, weil mit dem NinjaTrader haben sie die wenigsten CFDs, also halt wirklich eher eigentlich für den Future-Handel oder für den Aktienhandel ausgelegt. Technisch gar keine Frage, kann das auch CFDs handeln, aber bisher war es immer so mein Eindruck, dass die Leute den NinjaTrader nutzen, um nicht um CFDs zu handeln, sondern eher um Futures zu handeln, Aktien zu handeln, was mit dem MetaTrader bisher nicht möglich war quasi. Ja, ansonsten natürlich, was für die Entwicklung der Handelssysteme durchaus eine Rolle spielt, ist auch hier die Asset-Auswahl. Ich meine, wenn ich mich jetzt hier mit dem NinjaTrader an die TWS andocke, dann habe ich natürlich ein unendlich großes Spektrum an Assets, die ich handeln kann, von Währungen, von Aktien, von Futures, von Indizes, alle möglichen Produkte, die kann ich hier im NinjaTrader handeln. Das ist natürlich für die Entwicklung sehr attraktiv. Das heißt, wenn ich ein System entwickle, dann hat es für mich einen größeren Mehrwert, wenn ich theoretisch mehrere Assets handeln könnte. Also ich habe vielleicht eine Auffälligkeit im Euro-Dollar gefunden, programmiere diese, sie läuft ganz gut. Ich habe ein profitables System und dann interessiert es mich natürlich, was passiert denn mit anderen Assets. Wenn ich dann im NinjaTrader rein theoretisch alle US-Aktien durchtesten kann, alle deutsche Aktien, alle Aktien aus Brasilien und so weiter, dann ist es für mich natürlich interessanter, weil ich einfach ein größeres Angebot habe, was ich theoretisch handeln könnte in dem Bereich. Aber wie gesagt, hier haben wir den MetaTrader 5, der es technisch theoretisch schon machen kann. Wahrscheinlich ist es dann nur noch eine Frage der Zeit, bis das Ganze nachzieht. Und was gerade bei Neulingen in dem Bereich auch eine wichtige Rolle spielt, ist die, ja, einfach auch eine Angelegenheit der Kosten in dem Bereich natürlich. Ne? Was kostet der MetaTrader, was kostet der NinjaTrader? Der MetaTrader kostet gar nichts. Das ist natürlich ein sehr, sehr großer Vorteil. Es ist eine Software, die leistungsstark ist und überhaupt nichts kostet, für uns als Trader zumindest nichts kostet. Der NinjaTrader hat auch inzwischen mit der Version 8 eine kostenlose Version. Mit dem SEMA gibt es auch eine kostenlose Version, aber die konnte, glaube ich, nicht live traden, soweit ich weiß. Die MetaTrader 8 Version, die kostenlose Version, kann auch live traden, aber sie ist relativ funktionsarm. Das heißt, die großen Funktionen, über die man sich freuen würde, die sind in der Pro-Version erhältlich, aber sie kosten auch nicht die Welt. Das heißt, da wirklich das Trading er professionell angehen möchte, der wird sich da nicht in Unkosten stürzen. Aber wenn wir wieder hier an Neulinge in dem Bereich denken, da macht es natürlich eine große Rolle aus, ob ich jetzt mit meiner Trading-Karriere mit einem kostenlosen Programm anfange oder ob ich erstmal ein paar hundert Euro auf den Tisch legen muss, um die Software hier zu nutzen, obwohl ich noch gar nicht weiß, ob das Trading prinzipiell was für mich ist oder ob die Software mir eigentlich gefällt. Das ist, finde ich, schon ein großer Vorteil oder ein wichtiger Punkt, gerade bei Neulingen. Wenn wir selbst irgendwas Neues auf der Welt, irgendein Hobby oder ähnliches probieren, dann möchten wir in der Regel ja auch nicht sofort Geld auf den Tisch legen, sondern uns erstmal ein bisschen mit beschäftigen und herausfinden, ob das eigentlich was so für mich ist. So, wieso habe ich den NinjaTrader 7 heute nicht mit aufgenommen? Wie gesagt, alle die Käufer einer NinjaTrader 7 Version, die haben, soweit ich weiß, eh das Upgrade auf die 8 kostenlos bekommen und kaum jemand nutzt noch momentan die NinjaTrader 7 Version. Klar, die Systeme für den NinjaTrader 7 programmiert haben, die werden wahrscheinlich immer noch den NinjaTrader 7 nutzen, weil es einfach nur damit funktioniert. Auch hier ist natürlich wieder so,
das Problem wie bei jedem Wechsel. Wir haben Systeme für den Lina Trailer 7. Sie möchten sie für den Lina Trailer 8 nutzen, dann müssen wir sie halt neu entwickeln. Da gibt es auch einige, die nach irgendwelchen Convertern suchen. Das gibt es so leider nicht, sowohl im MetaTrader 4 oder 4 zu 5 oder in MetaTrader 7 zu 8. Das geht, ich weiß, es gibt so einige Programme, die das versprechen. Das geht wahrscheinlich bei nur ganz simplen Dingen, wie im SMA-Cross, das funktioniert. Aber jede vernünftige Strategie müssen wir leider neu entwickeln, wenn wir sie beispielsweise von 7 zu 8 oder MetaTrader 4 zu 5 exportieren möchten. Das heißt, früher oder später, wenn wir den Wechsel wagen und halt ein System haben, was profitabel ist und was wir auch weiter nutzen möchten, dann müssen wir das leider umprogrammieren. Hat natürlich einen Vorteil. Wir sind technisch wieder ein bisschen moderner. Wir sind, können unsere Signale etwas schneller generieren, sind mit der Berechnung etwas schneller, etwas performanter, brauchen etwas weniger Ressourcen. Beim Thema Ressourcen, das dürfen wir auch nicht vergessen. Wenn wir mal, vielleicht haben das da einige von Ihnen auch schon mal beobachtet, im Task Manager zum Beispiel. Der MetaTrader verbraucht wirklich sehr, sehr wenig RAM, muss ich sagen. Das haben wir schon öfters beobachtet. Das heißt, der MetaTrader 4 oder auch 5, den kann ich wochenlang anhaben. Und das ist nicht so, dass mir mein Arbeitsspeicher vollmüllt. Das heißt, dass ich irgendwann mich frage, wieso sind eigentlich 90% von meinem Arbeitsspeicher ausgelastet, obwohl ich hier nichts aufhabe. Das ist beim MetaTrader nicht so. Das haben die Programmierer oder Entwickler da sehr gut gelöst. Beim MetaTrader 7 war das zum Teil schon sehr extrem, was die Auslastung angeht. Das heißt, je länger das System an war, desto mehr Arbeitsspeicher hat es immer wieder gezogen, sodass wir irgendwann nach einer Woche 100% Auslastung hatten durch den MetaTrader. Es ist durch den MetaTrader 8 schon besser geworden, aber wenn wir es im direkten Vergleich haben, braucht der MetaTrader 8 immer noch ein bisschen mehr Arbeitsspeicher oder Ressourcen als der MetaTrader 4 oder 5. Wobei das inzwischen nicht mehr so gravierend ist. Ich meine, wir arbeiten ja heute auch, wenn wir aktuelle PCs haben oder Notebooks haben, dann haben wir schon relativ viel Arbeitsspeicher. Das reicht natürlich dafür, aber wenn wir mal daran denken, dass die Systeme lange laufen und über Wochen laufen, und das ist ja eigentlich unser Ziel im Algo-Trading, dass wir nicht jeden Tag irgendwie mal was neu starten müssen, dann hat der MetaTrader dann noch einen kleinen Vorteil. Fazit von dem ganzen Vergleich, wie gesagt, ich bin da weder pro, contra eines Systems. Es ist wirklich abhängig, was Sie da draußen traden möchten. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich bin neu in dem Bereich, ich möchte ein bisschen Erfahrung sammeln mit dem Algo-Trading, dann würde ich ganz klar zum MetaTrader 4 oder 5 raten, weil es kostengünstiger ist und einsteigerfreundlicher. Die Community spielt halt eine große Rolle, was auch Erklärungen angeht. Wenn wir bei YouTube reingucken, nicht jeder kann Englisch. Und wenn wir uns da nach Anleitungen Ausschau halten, dann finden wir für den MetaTrader 4 oder 5 sehr, sehr viel, auch auf Deutsch. Für den MetaTrader müssen wir schon etwas genauer suchen. Da haben wir nicht so eine große Community. Wenn aber jemand zu mir ankommt und sagt, ich möchte jetzt eine halbe Million auf mein Trading-Konto packen und ich möchte jetzt damit traden, würde ich Ihnen die Wahl durchaus überlassen, ob MetaTrader 4 oder 5 oder MetaTrader 8. Ich finde, von der Professionalität her ist es nicht so, dass ich jetzt jemand sagen würde, wenn du es ernsthaft betreibst, dann musst du unbedingt zum MetaTrader wechseln, weil der MetaTrader, das ist nur was ganz Böses, das ist nur Zockerwerkzeug, das sehe ich überhaupt nicht so. Das ist auch durchaus nicht so. Und hier kommt es wirklich auf die Strategie an. Wenn ich selbst die Frage für mich beantworten würde, was würde ich jetzt bevorzugen, würde ich das abhängig machen von der Strategie. Das heißt, wenn ich eine Strategie habe, die wirklich von Sonntag 23 Uhr bis Freitag 23 Uhr durchgehend laufen muss, die rund um die Uhr handelt, würde ich lieber zum MetaTrader tendieren. 4 oder 5 spielt jetzt keine große Rolle. Wenn ich aber Systeme habe, die beispielsweise nur Intraday handeln, wo ich weiß, die halten über Nacht keine Position, sondern in der Regel nur zur, ich sag mal so, zu den Arbeitsstunden von 8 bis 8 Uhr quasi, dann hätte ich auch kein Problem, das Ganze im MetaTrader zu programmieren oder laufen zu lassen, weil wir hier einfach den großen Vorteil haben, dass wir die Kursversorgung trennen können von der vom Broker, also von der Ordergabe, und weil die Assets momentan noch, da glaube ich ja ganz stark, dass das mal eine Frage der Zeit ist, im Linear-Trader auch etwas größer ist. Wir haben jetzt zum Beispiel den Daily Cash, das ist auch ein Handelssystem von uns, das haben wir
für den MetaTrader 4, für den MetaTrader 5 und für den MetaTrader 8 entwickelt, so dass der Trader, der sich das System kauft, einfach die Wahl hat und selbst entscheiden kann und einfach sagt, ich mag den MetaTrader 4, ich will ihn für den 4er haben, oder er sagt beispielsweise, ich möchte die Lizenz für den LinearTrader 8 haben, und dann ist es ihm natürlich überlassen, oder er hat hier noch ein bisschen mehr Spielraum, was das Instrument, also das Asset angeht. Er kann durchaus sagen, ich möchte das jetzt auf den 6E laufen lassen, also auf den großen Euro-Dollar-Future, oder er möchte den kleinen Euro-Dollar-Future handeln, oder er möchte die Devisen-Spots handeln. Die Option hätte er hier im MinjaTrader, und da würde ich auch ohne Bedenken sagen, das System kann er laufen, starte am Abend den MinjaTrader neu, starte ihn am nächsten Tag wieder, und alles ist okay in dem Bereich. Also nochmal die Kurz-Kurz-Zusammenfassung. Es ist abhängig vom Wissensstand. Sind wir Neulinge, möchten wir Geld investieren, und von der Strategie. Wie komplex ist die Strategie? Manchmal hat man nicht die Wahl, gerade in der Zusammenarbeit mit Vermögensverwaltungen, mit einigen, die wir auch zusammenarbeiten, die beispielsweise auch Managed Accounts haben, die Fonds aufgelegt haben oder ähnliches, die können ihre Struktur nicht mit dem MetaTrader abbilden. Und da müssen wir natürlich die Systeme für den LinearTrader abbilden, weil durch die Verbindung zur TWS haben sich schon einige Strukturen, was Fonds und Managed Accounts und andere Produkte angeht. Da kommt man leider nicht drum herum. So ist es auf der Ebene. Aber da muss man auch ganz klar sagen, da muss einfach mal jemand davor sitzen, der die Systeme kontrolliert. Rund um die Uhr. Das ist so durchaus üblich in Vermögensverwaltungen, die Handelssysteme betreiben. Da sitzt einfach jemand davor, pusht das Ganze so. Das darf man auch nicht falsch verstehen. Es ist jetzt nicht so, dass jederzeit das Auto anfängt zu brennen, weil hier irgendwo mal nicht jede Sekunde raufgeguckt wird. So schlimm ist es nicht. Es gibt einfach Fälle, die kann der Netzwerker selbst nicht selbst abbilden oder prüfen. Und da muss sie mit davor sitzen und die Entscheidung einfach treffen. Ja, das sind deine Positionen oder nein, das sind nicht deine Positionen. Ich verwalte die selbst weiter. Das ist so ein Punkt, den man einfach im Kopf behalten muss. Gut. Wir haben noch ein paar Minuten für Fragen. Können gerne noch ein paar Fragen stellen. In der Zeit zeige ich Ihnen gerne noch ein paar Sachen, die sich so in letzter Zeit getan hat. Und zwar haben Sie, das Stick kann weg, wahrscheinlich auch gestern den Newsletter bekommen von FXBet. Da haben wir ein neues Projekt vorgestellt. Und zwar der Forex Screener. Der Name orientiert wahrscheinlich etwas, aber Forex Screener screent mehr als nur Devisen. Es ist ein kostenloser Online-Screener, der jetzt ja, mit FXBet eine Kooperation hat. FXBet ist jetzt der Hauptkurssponsor vom Forex Screener. Was ist der Forex Screener? Ein, wie ich finde, sehr moderner Online-Screener, mit dem wir den kompletten Markt screenen können. Das heißt, Devisen, Aktien, Indizes, Kryptowährungen, die Assetpalette wird immer größer. Das ganze System ist nicht in Stein gemeißelt. Wir bauen das mit der Zeit immer weiter auf, und das nimmt uns als Trader einfach enorm viel Arbeit ab. Ich denke mal, so die meisten von Ihnen handeln die Klassiker, das sind so Euro-Dollar und DAX-Kontrakt. Das sieht man auch in den Statistiken oder wenn man sich die Foren, Webseiten und Kontoauszüge anguckt. Die Mehrheit handelt einfach die Klassiker, weil sie die kennen. Und was ich mal daran so schade fand ganz lange, ist, dass es einfach noch weitere Märkte gibt oder andere Märkte, die viel höheres Potenzial haben momentan. Aber wir bekommen es einfach nicht mit, weil wir als Mensch nicht 6.500 US-Aktien jeden Tag screenen können oder im Blick haben können und verarbeiten können. Mit dem Forex-Screener haben wir als Trader einfach eine Möglichkeit, innerhalb von 2, 3 Sekunden sofort zu erkennen, wo es am Markt beispielsweise Chancen gibt. Wir haben hier beispielsweise Filter wie: Zeige mir die Assets an, die quasi in der letzten Candle, also vor einer Zeiteinheit, eine Hammerformation gebildet hat, oder zeige mir alle an, die heute in der Gap hatten, größer als 20%. Also wir können mit dem Screener innerhalb weniger Sekunden Assets finden, die wir handeln können, die wahrscheinlich eine höhere Gewinnwahrscheinlichkeit oder mehr Potenziale haben als die Klassiker, die wir jeden Tag aufhaben, Euro, Dollar und DAX. Das ist der Forex-Screener. Das sind Sie, was Sie wahrscheinlich schon sind. Und wenn Sie heute auch gar nicht hier Kunde sind von FXBet, dann können Sie den Forex-Screener komplett kostenlos nutzen. Mit Realtime-Kursen, das heißt, es sind keine verzögerten Kurse. Und
was ich immer ganz wichtig finde an solchen Projekten oder an solchen Tools, die wir als Trader nutzen, das Ganze ist nicht in Stein gemeißelt. Das heißt, wir sind hier sehr, sehr interessiert an Ihr Feedback. Wenn also jemand sagt, ich finde, hier sollte unbedingt noch ein Indikator rein oder ein gewisses Kriterium für einen Filter, dann freuen wir uns, wenn wir uns einfach anschreiben bei Forex Screener. Wenn wir die Infos erhalten, da sind wir gerade auch in den letzten Wochen sehr stark hinterher, die auch alle umzusetzen. Natürlich setzen wir nicht jeden Wunsch um. Es muss schon von der Masse abgedeckt sein oder es muss den Anschein erwecken, dass es die Masse auch braucht. Aber das ist kein Produkt von Theoretikern, sondern es ist wirklich ein Produkt, was einfach von und mit Tradern entwickelt wurde, um einfach den ganzen Alltag etwas entspannter zu gestalten und effektiver zu gestalten. Gut, ich gucke nochmal die Fragen, aber wenn ich das so sehe, sind alle Fragen beantwortet. Falls noch welche kommen, immer gerne her damit. Wenn nicht, dann habe ich wahrscheinlich auch mein Ziel erreicht und keine Fragen sind mehr offen. Ja, vielleicht ist das aber auch so. War ja tatsächlich alles verständlich und gut alles gegenübergestellt. Ansonsten gerne im Nachgang uns oder euch eine E-Mail schreiben. Vielleicht kannst du ja nochmal die Kontaktdaten von euch zeigen. Ja, genau, sehr gerne. Am besten einfach, je nachdem, hier auf die Seite gehen von uns, algocamp.de, dann haben wir rechts Kontakte, ist auch ein paar Mal auf der Webseite verlinkt. Da haben wir ein Kontaktformular, worüber Sie einfach Kontakt mit uns aufnehmen können oder ganz altmodisch einfach eine E-Mail schicken an mail@algocamp.de oder als wir das Formular nutzen und dann erreichen Sie uns schon und dann bekommen Sie auch zeitnah die Antwort von uns. Okay. Ja, gut, sieht soweit perfekt aus von den Fragen. Ja, super. Webinar ist aufgezeichnet, sieht auch soweit als gut aus, sollte also morgen, denke ich, auch online kommen. Ansonsten bedanke ich mich schon mal vorab bei dir, David, für das Webinar heute. Sehr informativ, auf jeden Fall die Gegenüberstellung. Und ja, am Ende muss natürlich jeder selber entscheiden, welche Plattform entsprechend zu dem System am besten passt. Und ich bedanke mich natürlich auch bei den Teilnehmern für die Teilnahme, für dass sie heute bei dem schönen Wetter hier mit live dabei waren. Wünsche Ihnen allen noch einen schönen Abend. Passen Sie auf Ihre Position auf und sehr gerne bis zum nächsten Mal. David, wie immer, passt das Schlusswort. Ja, vielen Dank. Ich bedanke mich auch bei Ihnen für Ihre Zeit. Freut mich mal wieder, wenn so viele Leute noch dabei sind bei unserem Lieblingsthema. Und wie gesagt, wenn Fragen da offen sind, dann ruhig stellen, einfach FX-Bet kontaktieren oder uns anschreiben. Und ich denke mal, wir werden nicht das letzte Mal voneinander gehört haben. Einige weitere Webinare stehen auch noch an. Bald kommt auch noch die World of Trading immer näher und von daher sind wir alle nicht aus der Welt. Und ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und weiterhin erfolgreiche Trades. Auf Wiedersehen. Tschüss.